Servus Leute, seit gestern läuft die, wie ich sagen würde, End-Wipe-Quest und das heißt jetzt nicht, dass in den nächsten Tagen Wipe ist, aber das Ende vom Wipe hat begonnen und es gibt eine Quest dazu, bei der man ja einiges erfüllen muss und am Ende bekommt man einen dauerhaften Reward, eine dauerhafte Belohnung und ein Achievement und was es damit auf sich hat, das schauen wir uns in diesem Video mal an. Viel Spaß! Das Wichtigste zuerst, was bekommt man als Belohnung? Und das wurde auf Twitter kommuniziert und wahrscheinlich auch auf anderen Plattformen. Man bekommt ein Achievement und man bekommt einen Gegenstand, ein Item, das man in die Hall of Fame packen kann und dadurch auch in seinem Profil anzeigen lassen kann. Achievements sind ja sowieso dauerhaft und Wipe-übergreifend und dieses Item auch, wird hier auch klargestellt. Man wird es also am Anfang vom Wipe immer wieder haben und wenn man dann die Hall of Fame gebaut hat, kann man das dann da wieder reinpacken. Ich denke mal, das wird per Post bekommen oder einfach im Inventar haben. Und ist eine gute Sache. Ich finde es gut, dass BSG das von Anfang an klarstellt, dass jeder weiß, woran er ist und wofür er das macht und wie das aussieht. Das schauen wir uns jetzt an. Was muss man für diese neue Quest machen? Die Quest startet bei Skier, heißt The Tarkov Mystery und sollte jeder da annehmen können. Und da muss man als allererstes mal einen Encrypted Flash Drive finden und Moment, das ist bloß der Start von der Questreihe und ja, man muss diesen Flash Drive finden, den findet man sehr gut in Jacken, in Aktenschränken, überall in Duffelbags. Der spawnt eigentlich überall auch in toten Scavs. Hohe Chance, ihn zu finden, ist wohl in Safes, kann ich aus eigener Erfahrung sagen und dann gibt man den ab und dann kommt man hier zu Breakthrough und U-Turn, das sind zwei Quests, das ist erstmal ein bisschen verwirrend, das ist gar nicht die richtige Folgequest. Die eigentliche Folgequest ist Decryption Hurdles, so. Part 1. Und zwar, da muss man dann hier CPUs finden, RAM finden und SSD. Das haben sie auch reduziert. Gestern war es noch 5, 5 und 3. Jetzt ist es bloß noch 3, 3 und 2. Wurde also auch noch angepasst. Also CPUs, RAM und SSDs finden. Und dann geht es weiter. Dann muss man ein Gyrotachometer auf Reserve ablegen und eine gelbe Flare schießen. Da habe ich gleich noch ein bisschen Gameplay dazu, wie ich das erledige. Und dann Part 3. Man muss 10 Scavs auf Customs töten. Und diese Scavs, Moment, dass ihr das auch seht. Diese Scavs, ja, wenn man die getötet hat, dann kommt eigentlich der interessante Part, weil man muss sich entscheiden. Und zwar, ich gehe mal zurück zu hier Breakthrough und U-Turn. Also, ihr seht es hier oben, man hat entweder Breakthrough oder U-Turn zur Auswahl. Das sieht er hier oben über mir. Und das ist letzten Endes so, wenn man die 10 Scavs getötet hat, dann bekommt man im Hideout einen Craft freigeschaltet, wenn man einen encrypteten Flash Drive hat. Übrigens, wenn ihr die Flash Drives sucht, ihr braucht nicht nur einen, ihr braucht wahrscheinlich 15 von denen für später. Also sammelt so viele Flash Drives, wie ihr könnt von den Encrypteten. Wenn ihr die findet, lasst die nicht liegen. Und dann, ja, wenn man die 10 Scavs getötet hat, dann muss man im Hideout den Encrypteten Flash Drive in einen Decrypted Flash Drive machen. Das dauert so circa 15 Minuten und das kann man mit jedem, den man findet, auch machen. Und dann muss man sich entscheiden, gibt man die Quest bei Skier ab oder bei Peacekeeper? Bei Peacekeeper ist es, mal sehen, dass ich jetzt das Richtige habe. Decrypted Data. Genau, also wenn man bei Skia abgibt, dann kommt man, man muss was entschlüsseln mit mehreren Flash Drives. Und dann am Ende kommt man zu einer Quest, wo man einfach Wi-Fi-Kameras placen muss auf Ground Zero. Und wenn man das Ganze bei U-Turn, also das Ganze bei Skia, bei Peacekeeper abgibt, dann muss man auch den Decrypteden abgeben. Dann muss man hier Getting to the Core, muss man auch, die Dokumente encrypten und hier steht es schon, hier 10 plus encrypted Flash Drives braucht man. Also man muss da wohl ein bisschen Glück haben, das ist ein bisschen random, wann man diese Documents encrypted, decrypted, ich war selber noch nicht da. Aber auf jeden Fall braucht man einiges an von diesen Flash Drives und wenn man das dann fertig hat, dann muss man hier PMC Kills machen. Das waren auch mal 10 PMC Kills, jetzt sind es bloß noch 5 auf Ground Zero im Terra Group und ihr seht's. Der Bereich ist recht groß, auch dieser grüne Bereich hier und hier drüben, diese Garage zählt auch. Müsst ihr euch entscheiden und behaltet es im Hinterkopf, wenn ihr einfach bei Skier oder Peacekeeper abgibt, verschwindet die andere Quest. Also da geht es in zwei Richtungen und an der Stelle ist aber auch die Questreihe noch nicht vorbei. Also ich denke mal, da wird es mehrere Stages geben, wo es dann weitergeht und ja, wie viele das dann sein werden. Ich gehe davon aus, dass das ein paar Wochen gehen wird. Also ich schätze mal mindestens 3, 4, eher 5, 6, bis dann der Wipe wirklich da ist, weil, ja, ich sehe das so, dass das die Endwipe-Questline ist. Aber es wird ein bisschen Zeit, wird ein bisschen Zeit vergehen, bis die dann wirklich beim Ende ist und wir werden auch noch mehr mit der Story
zu tun bekommen. Es gab ein Video auf Twitter, es gab wieder dieses ARRS-Terminal, wo man ein bisschen ausprobieren kann mit Login und Commands und kriegt dann da wieder Infos, wenn ihr da ein bisschen rumspielen wollt. Könnt ihr euch das anschauen. Habe ich selber nicht gemacht. Müsst ihr auch nicht machen. Das Ganze geht in-game. Und, wie versprochen, ich habe noch ein bisschen Gameplay für euch. Und zwar, wie ich dieses Gyro-Tachometer auf Reserve an der Kuppel da stash und die Flare abschieße. Und natürlich war ich da nicht alleine. War ein kurzer Raid, trotz alledem. Aber, ja, sagt, dass es ein bisschen Content hier auch zu diesem Event gibt, habe ich euch den mit rangepackt. Und ich bin übrigens nahezu täglich live auf twitch.tv/outsider. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment. Lasst mal ein Follow da. Und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Und wir sehen uns wieder hier auf YouTube oder eben auf Twitch. Und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Gameplay. Macht's gut. Bis dann. Das ist ein Stand-MG, das sich da gelegt hat. Ach, lieber Gott. Ah, ne, eigentlich kann das nicht. Ein Stand-MG war das. Headkick. Da oben ist halt einer gespawnt. Ja, das hängt gern mal, du Matrix. Fucking Mosin. Nee, was war das? SVT. AVT. Ah, hier ist die scheiß Box. Eieiei. Der wurde auch von unten beschossen. Muss aufpassen. Also klar, ey. Dass die Leute da rumcampen. Was ist das denn für eine Scheiße, ey? Eieieiei. I'm a gunner. Ja, bist du. Erst nicht treffen. Ey, shit. Ich hätte wissen müssen, dass da in etwa jetzt jeder hinschaut. Übel. Jetzt nicht von hier unten placen? Das wäre schön.
Unglaublich. Sobald es irgendwas zu campen gibt, den Tag auf, kommt garantiert einer und campt. 100 Pro. Ja, wahrscheinlich wollte er die Quest selber machen, ist da gerade hochgekommen. Aber. Ja, BSG weiß ganz genau, was sie hier machen. Ich sag's euch. Die denken sich, ah, oh, gute Stelle. So, mal sehen. Ist das von dem Dach hier? Ja. Jetzt haben wir schon den Salat. Gut, dass ich eine zweite dabei habe. Der schießt die immer noch so nach hinten, ne? Danke. Hier ist mal dieselbe Kacke mit dem Blödsinn, ey. HTV, by the way. Skill-Issue, ey. Wenn es um Flair, wenn es ums Flares geht, 100%. BT? Kleiner Schlawiner. So ist es, ja. Schon nicht so wichtig, ne? Sparfuchs. Mit Müllsack-Ammo, habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Passt. Haben wir die Quest fertig. Jetzt müssen wir, glaube ich, bloß 10 Scavs auf Customs machen, wenn ich das richtig sehe. Naja, war ein wenig spannend, ne? Kann ich sagen. And I've been counting down.